In aller Bescheidenheit, wir haben diese Zukunftskompetenz. Claudia und ich, wir sitzen am Kabinettstisch. Das ist was, danach habe ich mich gedrängt, das will ich zugeben, weil ich Claudia dort nicht alleine lassen wollte, nicht weil Claudia das nicht kann, aber weil es wirklich unerträglich ist, alleine mit den anderen dort zu sitzen. Aber wenn ich jetzt da sitze, dann finde ich es trotzdem unerträglich. Weil wir, wenn wir die Themen ansprechen, die uns wirklich wichtig sind, eben die Zukunftsthemen, immer wieder eine abgewatscht kriegen. Wir halten es aus, wir stehen das durch, solange das Ergebnis zählt. Aber Leute, Freundinnen und Freunde, wir brauchen da noch mehr Unterstützung von euch. Und die können wir auch haben und die könnt ihr überall mit Selbstbewusstsein vertreten. Macht euch doch mal klar, wir haben schon vom Land der erneuerbaren Energien geredet. Wir haben schon Energieszenarien durchgerechnet. Da konnte sich noch keiner vorstellen, dass heutzutage Stadtwerke damit werben, dass sie 100% Ökostrom haben. Wir haben neue Mobilität in den Mittelpunkt gestellt und haben für Fahrradwege gestritten. Da war es undenkbar, dass sich, und das ist jetzt, seit wir mitregieren, die Realität, dass sich die Kommunen darum streiten, wo denn der Sitz der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune angesiedelt werden soll. Mit einigen von euch, mit vielen von euch kann ich gar nicht mehr sagen, weil auch wir in Sachsen-Anhalt ja Gott sei Dank viele neue Mitglieder dazu gewonnen haben, habe ich schon vor Jahren oder vor Jahrzehnten gegen Großviehanlagen gekämpft. Da gab es noch nicht ein einziges vegetarisches Lokal in Sachsen-Anhalt oder ja, ich selber wahrscheinlich wusste auch noch nicht mal, was Fipronil ist. Das ist alles Kernbestandteil unserer grünen DNA, genauso wie wir uns für eine gute Schule, für moderne Schulen eingesetzt haben, als die anderen politischen Parteien multiprofessionelle Teams noch in einer exotischen Sportart verortet haben. Liebe Freundinnen und Freunde, dass diese Themen, die uns wichtig sind, die uns ausmachen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das ist gut. Das ist etwas, wofür wir uns durchaus auch mal loben können, worauf wir stolz sein können. Aber was wir viel mehr machen müssen, und da ist, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viel falsch verstandene Bescheidenheit im Raum gewesen. Wir müssen an vieles, was wir tun, ob das in der Kommune, im Land, im Bund, ist das jetzt ein bisschen schwierig, wenn man in der Opposition ist, aber an das, was wir tun und was wir erreicht haben, auch mal ein grünes Label heften. Weil die Mitte der Gesellschaft, das zeigen Umfragen immer wieder, die wollen die Themen, die wir bearbeiten, bearbeitet wissen und gut bearbeitet wissen, kriegen aber oft nicht mit, dass wir es sind, weil wir das in der Bescheidenheit tun, weil wir das im Hintergrund tun, weil wir immer arbeiten und reden und machen und dann sagen, na Mensch, das Ergebnis zählt doch und dann sind die anderen vielleicht, wenn wir uns jetzt, nein, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen, und das werde ich für die Landtagsfraktion an dieser Stelle versprechen, wir werden immer mehr sagen, das hat Grün gemacht und deswegen ist es auch wichtig, dass wir ein Grüner. Und das machen wir nicht, damit wir gelobt werden, sondern das müssen wir machen, weil die Menschen dann sehen, okay, wenn da 5,2% Grüne in dieser Landesregierung, in diesem Landtag sind und wenn die für diese 5,2% so viel schaffen, was könnten sie denn alles schaffen, wenn die 10 oder vielleicht 12 oder 18% hätten? Und das, liebe Freundinnen und Freunde, muss doch unser Ziel sein.